So Leute, da sind wir wieder. Ich nehme nochmal auf. Wir waren zuletzt hier in unserer neuen Welt unterwegs, haben uns einen Spot gesucht, den haben wir hier gefunden. Genauso wie wir den Grundstein, möchte ich sagen, gelegt haben für unsere neue Welt. Und ich denke, wir machen jetzt einfach mal da weiter, wo wir aufgehört haben. Das heißt, wir müssen hier ja, uns die Welt zu eigen machen. Das heißt, wir bauen ein bisschen Holz ab, das, was wir hier sogar gepflanzt hatten, damit wir unser Haus weiterbauen können. Und ich möchte, sofern wir das schaffen, vielleicht auch demnächst nochmal losziehen und schon mal Richtung Holz. Also, dass wir vielleicht so eine kleine, ja, Stelle haben, an der wir dann na, unterirdisch gehen können, um Rohstoffe zu sammeln, um Steine zu sammeln. Na, das Übliche halt, ne? Also, wir haben zwar ein bisschen Eisen gesammelt vorhin, aber das war jetzt auch nicht die Welt und wir brauchen auf jeden Fall mehr. Wir können eigentlich nicht genug haben, wie das halt so ist, ne? Und deshalb ist das jetzt erstmal so der Plan. Und ach, ich habe sowieso so viel vor, was wir auch machen müssen. Wir müssen uns hier ein bisschen Lebensmittel anbauen, dass wir dann Getreide haben. Wir haben Kartoffeln gefunden, die können wir anbauen. Und eigentlich müssten wir dann auch mal das Dorf da drüben durchstöbern, ob es da vielleicht auch Möhren gibt. Wie, ich wollte schon sagen, ich habe da noch eine. Ob es da ob es da noch Möhren gibt, die wir anbauen können, die wir uns da vielleicht mopsen, ausleihen, wie auch immer können. Und ja, dann geht es vor allen Dingen auch weiter, denke ich, mit dem Hausbau. Wobei ich mir da noch nicht so ganz einig bin. So, jetzt bauen wir mal hier ein bisschen Akazien ab. Oh, schön. Erinnert mich ein bisschen an Kirsche. Kirsche ist ja auch so rot. Okay, ist aber nicht so. Das ist doch natürlich auch einfach abzubauen, aber ich sehe schon, die sind eher etwas verwinkelt. Das war ja bei der Eiche, die wir jetzt hatten, nicht so. Hängt da oben noch mehr Holz drin? Hab ich alle dabei? Ich habe keinen ganzen Erdblock. Klasse, okay, da oben hängt also irgendwo noch ein Stückchen Erde drin. Dann gehe ich mal kurz gucken, wo ich mir ein bisschen Erde klauen kann. Wo es nicht allzu sehr auffällt. Ja, klar müssen wir abbauen, aber ich will es jetzt auch erstmal nicht zu krass verschandeln. Ich denke mal, das kommt früh genug. Aber eine fliegende Baumkrone, naja, ich weiß nicht, das muss jetzt nicht unbedingt sein. So, jetzt haben wir ein bisschen Holz, Quatsch, ein bisschen Erde. Können wir uns also mal hochbuddeln. Der Klassiker. Hat, glaube ich, jeder, der Minecraft spielt, hat das schon mal gemacht. Einfach mal ein bisschen nach oben gucken. Ah, da haben wir es. Ja, das war es auch schon. Sehr schön. Kann ich nämlich hier eventuell auch gleich zumachen. So. Da ist schon der nächste Baum gewachsen. Den nehmen wir gleich mit. Und dann müssen wir eigentlich auch uns ein bisschen Sand besorgen, damit wir uns ein paar Fenster machen können. Weil wir wollen ja nicht nur Bude zumachen, sondern wir wollen ja auch ein bisschen nach draußen gucken. Und auch wenn wir dann später irgendwann auf das schönere Glas aus der Smeltery zurückgreifen wollen, müssen wir doch am Anfang erstmal das, ja, das normale, einfache, billige Glas nehmen. Ärgerlich dabei ist immer, wenn man das dann irgendwann abbaut, dass es halt kaputt geht, ne? Das ist der Vorteil von dem aus der Smeltery. Du kannst es immer wieder verwenden und so. Ja, klar, Sand ist jetzt auch nicht so teuer, findet man auch relativ viel. Aber es ist halt ein Block, der dann einfach weg ist. Und das ist natürlich schade. Was ist denn hier unten noch? Ist das eigentlich Dschungelholz da hinten? Nee, oder? Ist das alles Eiche? Schauen wir mal. Oh, ich glaube, ich habe einen Eingang für unsere Höhle gefunden. Ist doch geil. Sehr schön. Freut mich gerade. Finde ich sehr gut. Und das hier ist auch Eiche. Alter. Ich glaube, wir haben hier mit unserem Spot echt einen, naja, weiß ich nicht, Glücksgriff. Doch, Glücksgriff kann man schon sagen, ne? Also schon alleine mit dem Villager-Dorf, was wir hier gekriegt haben. Das ist schon krass. Also, ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon mal so ein großes Villager-Dorf hatte. Von daher, coole Nummer. Coole Nummer. Ich muss häufiger mit euch aufnehmen, dann finde ich auch häufiger so coole Spots. Ach nee, oder? Ich habe auch gesehen, wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil mir ist da nämlich ein bisschen Holz runtergefallen. Ich will nicht, dass das despawnt. Klar, wir haben nichts. Ach komm.
Na, ist das jetzt der letzte? Immer noch nicht. Ey, sag mal. Naja, ne? Schöne, dicke, fette Eiche. Kann halt schön groß werden. Jetzt müssen wir uns gleich auch demnächst schon eine neue Axt machen. Das ist gut, dann können wir nämlich gleich einen aus Stein machen. Dann sind wir nämlich unser Holzgedöns endlich los. Ja, ich will das immer nicht verschwenden, weil wenn wir es eh schon haben... Oh, ich sag mal, was ist denn... Cool, Kohle, nehmen wir mit. So, sehr schön. Ach, wir müssen uns auf jeden Fall noch einen Speicherpunkt machen zu Hause, dass wir... Ja, wir sind uns ja noch nicht ganz einig, wie wir das mit den Speicherpunkten machen wollen. Wollen wir sie nutzen? Wollen wir sie nur nutzen, damit wir uns orientieren können und hinlaufen können? Oder wollen wir sie nutzen zum Hinteleportieren? Haben wir noch keine Entscheidung getroffen, aber es wäre auf jeden Fall gut, so in... Ja, weiß ich nicht. Wenn wir uns wirklich ganz, ganz übel verfransen, dass wir die Möglichkeit haben, auf jeden Fall nach Hause zu kommen, wäre irgendwie assi, wenn wir unseren schönen Spot nicht wiederfinden würden. Und sicher ist sicher. Weiß nicht, wie ihr das seht, aber... Sicher ist sicher, würde ich sagen. Sehr schön. So, also, wir haben ein bisschen Kohle gesammelt. Jetzt holen wir noch ein bisschen Holz weiter und dann würde ich... Was wollen wir zuerst machen? Wollen wir zuerst ein bisschen Nahrung anbauen? Oder wollen wir dann doch schon mal eine kleine Höhlentour machen? Weil wenn wir eine Höhlentour machen, bin ich eigentlich dafür, dass wir die Monster wieder anschalten. Aber wenn wir die Monster wieder anschalten und eben nicht mehr auf Peaceful sind, dann brauchen wir auch was zu essen. Wir haben ja aktuell den Luxus, dass wir nicht hungern. Ja, schauen wir mal. Ein paar Äpfel haben wir ja. Du willst mich doch verarschen. Ein paar Äpfel haben wir ja und wir hatten ja auch ein bisschen Getreide gefunden. Dieses eine, diesen einen, na, was war denn das? Diesen Strohballen, diese Strohballen, wenn die kicken. Da ist ja einiges rausgekommen. Können wir uns auf jeden Fall was zu essen machen. So. Ach, geil. Okay, also wir können hier in der Höhle... Wird schon wieder dunkel, ne? Und da ist auch direkt Eisen. Kommt mal hier hinten. Direkt bei uns raus. Oder... Ach, wie geil ist das denn? Okay, ein kleiner Durchlauf. Praktisch. Sehr, sehr praktisch. So, ja, ich bin ein totaler Fan von der Minimap, weil unseren kleinen Holzkreis, der Kreis ist Quatsch, aber unser Holzrechteck kann man nämlich auf der Minimap schon sehen. Und dann braucht man einfach bloß kurz mal auf die Minimap gucken und hat auf jeden Fall schon mal ungefähr den Weg gen Heimat. So, ich lasse es mir nicht nehmen, einen kleinen Screenshot zu machen. So. Zack, zack. Was haben wir jetzt an Holz gesammelt? Ja, geht. Geht. Kohle. Wir brauchen... Was brauchen wir denn? Wir müssen auf jeden Fall Steine sammeln gehen. Ich kann schon mal... Nicht genau, doch hatten wir. Das ist jetzt nicht so viel. Was mache ich denn hier überhaupt? So. Das ist doch das Praktische an dieser Kiste. Klack, klack. Und... Klack, klack. Klack, so wollte ich, genau. Dann nehme ich gleich hier. Dann sind wir auf jeden Fall erstmal gerüstet. Ich kann noch die ein oder andere Fackel machen. So. Genau. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen... sind denn? Das, ach da! Ich würde sagen, das haben wir doch mitgenommen. Ich habe mich verdrückt, okay. Also. Sehr schön. Können wir nämlich gleich ein bisschen Brot machen. Holzbein, Strohbein brauchen wir aktuell nicht. Und... 60 Brot, das ist doch nice. Dann haben wir... So, nehme ich aber nur die Hälfte mit. Und ich will noch haben... Was will ich noch haben? Dann können wir damit schon mal anfangen.
so, ne? Ho, genau. Ja, wo wollen wir unser Feld hinmachen? Habe ich überhaupt jetzt, habe ich die Samen gar nicht mitgenommen? Das ist Quatsch. Karottensamen. Ach, wie geil ist das denn? Cool. Haben wir doch schon Karottensamen. Was haben wir hier oben noch? Potato Seeds, geil. Ich glaube, ich mache trotzdem erstmal Getreide. Und dann können wir immer noch mal schauen. Ich mache erstmal hier ein kleines Feld, oder? Dann mache ich hier doch ein etwas größeres Feld. Ich komme schon wieder vom Hundertsten ins Tausendste. Das ist so typisch Minecraft. Eigentlich will ich ja das und eigentlich will ich ja das, aber nein, ich will ja noch das und das. Ah, aber ein kleines Feld mache ich hier noch mehr. Ich bin bloß gespannt. Wie ist denn das mit den Tieren? Ich glaube, die fressen das nicht ab, oder? Also höchstens Ziegen, aber Ziegen habe ich jetzt keine gesehen. Ich werde doch. Ach, seht ihr? Ha, scheiße, ich kann ja. Entschuldigung. Ich kann ja noch gar kein Feld ansetzen, weil. Wir brauchen erstmal Eisen, um einen Eimer zu machen, um Wasser zu holen, damit das auch wächst. Eisen haben wir. Ja, aber wir haben kaum Steine. Wo auch immer sie gerade sind. Ja, wir haben sie komplett verbraucht. Somit hat sich das auf jeden Fall erstmal erledigt und ich würde sagen. Was würde ich denn sagen? Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal Richtung, kurz mal Richtung runter. Ach, uns fehlt ein Schwert. Uns fehlt ein Schwert, das gibt's aber gar nicht. Wenn wir jetzt Monster anmachen, ich brauche einen Stein. Ein Stein und ein Schwert. Ah, ist da was? Ich nehme mir einfach. Dass ich da, dann kann ich hier vorne ein Schwert reinpacken. Ja, das sieht doch nach gut aus. Dann gehen wir erstmal halt der Safe Point am Haus. So. Das war hier. Dann sagen wir neu und sagen Pause. Speichern, ausschließen. Kann losgehen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich bin gespannt. Ich bin sogar sehr gespannt. Und wir werden sehen, ob und wie und so weiter, das jetzt hier für uns laufen wird. Als aller. Oh, geil. Als allererstes. Stein. So. Okay, als allererstes wollte ich eigentlich ein. Ein, man sagt schon. Ein Schwert machen. Weil sicher ist sicher. Und wenn wir jetzt wirklich hier unterwegs sind, wäre es auf jeden Fall sinnvoll, wenn wir einen Stein dabei haben. Quatsch, ein Stein, ein Schwert. Kommst du mal hier hin? Uns noch unseren Ausgang. Ich habe mir, glaube ich, schon die geilste Stelle zum Reingehen ausgesucht. Ja, sage ich ja. Ach, ich bin so ein Idiot. Das hatte ich doch neulich schon. Ich setze mir eine Workbench hin und was ist? Ich Vollidiot, lass sie stehen. Doch, also das muss besser werden. Das muss besser werden. Ja, ich habe es auch neulich schon gesagt, eine Workbench ist jetzt nicht die Welt. Aber es macht irgendwie trotzdem keinen Sinn, in der Gegengeschichte irgendwelche Crafting-Table rumstehen zu lassen.